Hi Leute, einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur neuen Folge Relentless. Ich habe gerade Spargel gegessen. Ich hoffe, ich habe keinen Spargel zwischen den Zähnen. Im Übrigen, mein Zahn ist wieder angeklebt. Endlich. Der 6. Besuch beim Zahnarzt, nachdem mir in der Türkei die Zähne ruiniert wurden. Egal, anderes Thema, aber ich kann wieder lächeln, ohne dass ich aussehe wie ein Pirat. Jetzt geht's los, Relentless, Attacke. Relentless. The unspoken truth behind success. Ja, wir widmen uns jetzt doch dem Thema Zähne. Ich habe mir die Zähne schleifen lassen, habe mir Veneers vorne drauf machen lassen und hinten habe ich mir die Backenzähne teilweise verkronen lassen. Das hatte einen wirklich plausiblen Grund. Punkt Nummer 1, mir ist hier vorne zwischen den Zähnen was abgebrochen und das hat einfach genervt. Optisch war mir das jetzt nicht so wichtig, aber ich weiß, dass wenn der Zahn kaputt ist, irgendwann geht der ganz kaputt und dann musst du komplett die Reihe erneuern. Und ein Backenzahn ist mir geplatzt hinten beim Kauen. Ich habe auf irgendwas Hartes gebissen, dann ist der zerfahren. Das heißt, der war auch nicht mehr ganz tutti. Und wie so viele auch, hasse ich den Zahnarzt. Dann habe ich mir gedacht, okay, gehst du in die Türkei, habe ein gutes Angebot bekommen von Menschen, denen ich eigentlich vertraut habe, Bank of Hair. Jemanden empfohlen haben, der sich um Zähne kümmert. Und das haben wir dann auch gemacht. Und wir haben alle meine Zähne komplett ruiniert. Also die haben alles abgeschliffen. Mir sind jetzt schon 5 oder 6 Zähne komplett ausgefallen. Die mussten wieder angeklebt werden. Dann haben die in den Backenzähnen irgendwelches Material reingestopft, was sie dann irgendwie, die mussten durch die Krone bohren und das rausziehen. Das war Baumwolle, ich weiß es nicht. Also die haben da richtig Schund gemacht. Ich bereue es zutiefst, ich würde es auch keinem empfehlen, es zu machen. Auf jeden Fall habe ich hier in Mexiko, in Playa del Carmen, einen super coolen Zahnarzt gefunden. Dem schreibe ich sonntags, mittags. Ich sage, hey, kann ich morgen vorbeikommen? Der sagt, ja, komm morgen 8, 9 Uhr rum, dann machen wir den dran. Oder sonntags hat er schon für mich aufgemacht. Ich war nicht nur einmal da, ich war schon 5-mal da oder 6-mal, wo er mir Zähne angeklebt hat, inklusive der Operation. Komplett durchgebohrt, alles rausgeholt. Nochmal zugemacht, also ich bin wirklich unheimlich dankbar an den Typen oder für den Typen, aber diese Zahngeschichte, ich dachte, wenn du das einmal komplett sanieren lässt, ist die Sache durch. Das Gegenteil war der Fall, seitdem ich dort in der Türkei war, habe ich nur noch Probleme mit den Zähnen. Und zwar, der Typ nennt sich Dr. Medical Guide. Der hat von der Behandlung scheinbar keine Ahnung, wie ich jetzt rausgefunden habe, und arbeitet mit irgendeinem, ich weiß nicht mal, ob das ein Doktor ist oder nicht. Wie auch immer, falls jemand euch von Dr. Medical Guide schreibt, auf keinen Fall irgendwas mit den Zähnen machen. Bank of Hair ist leider auch nicht mehr zu empfehlen. Ich habe mittlerweile alle meine Haare verloren. Das mal unabhängig von diesem Bodybuilding-Ding. Haare und Zähne. Sorry, nein, kann ich leider nicht empfehlen. Außerdem schuldet mir Bank of Hair über 20.000 Euro. Da gab es ursprünglich mal einen Provisionsvertrag und was nicht. Ihr kennt es ja mit diesem Influencer-Zeug. Dann habe ich die Sachen gepostet, habe es veröffentlicht. Daraufhin sind natürlich viele Menschen dorthin. Viele davon sind auch zufrieden. Ich für mich, ob das jetzt am Bodybuilding liegt oder nicht, ich kann für mich selber jetzt nach 1,5 Jahren nicht mehr sagen, dass es gut ist, weil, wie gesagt, mir sind Haare wieder ausgefallen. Ob das jetzt an mir lag oder an Bank of Hair, keine Ahnung. Mir wurde versprochen, dass sie 20 Jahre halten, haben sie nicht. Ergo muss ich leider sagen, dass das Ganze nicht so gelaufen ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Anyway, ich will mich da gar nicht weiter drüber aufregen. Ich habe mich da sehr viele Wochen drüber aufgeregt. Ich habe sehr viele unschöne Dinge gehört von Seiten von Bank of Hair, Beleidigungen, Bedrohungen. Und am Ende, man kann halt nichts machen, weil es ist in der Türkei. Die sind da vogelfrei mit Anzeigen, mit Vertragsbruch anmelden. Kann man vergessen. Ich will auch gar keinen Ärger und Stress deswegen, weil es wird einfach im Sand verlaufen. Fakt ist, ich kann es nicht, wie gesagt, empfehlen und hütet euch vor Bank of Hair und diesem Doktor, whatever, Medical Guide Typ. Mein Training wird spannender. Und mit spannend meine ich härter. Und mit härter meine ich nicht mehr witzig. Ich habe angefangen, ein Logbuch zu führen, wie man das so macht im Bodybuilding mittlerweile. Ich habe das jahrelang gar nicht gemacht. Und jetzt schreibe ich mir die Übungen auf, die bleiben auch gleich. Die Sätze, die Art und Weise, wie ich trainiere, die Pausenzeiten, ist alles quasi in Stein gemeißelt, um dann korrekte Rückschlüsse zu ziehen. Das haben wir jetzt gemacht. Meine Gewichte im Training gingen hoch. Ich habe mir Übungen ausgesucht, die ich gar nicht leiden kann. Hack Squat zum Beispiel.
Und nach der dritten Woche hat es mir so ein bisschen das Knie zerlegt. Also nicht zerlegt, aber ich habe Schmerzen, ich habe einen Übertonus auf einem bestimmten Muskelteil nach wie vor. Den jeden Tag massiere mit der Massagegun. Ganz lieben Gruß an Climax übrigens für die Massagegun. Die rettet mir hier wirklich den Arsch. Findet ihr unten übrigens auch in der Beschreibung. Könnt ihr nochmal 10% sparen. Und es gibt sowieso andauernd gute Deals bei Climax. Das mal ein bisschen Werbung nebenbei. Aber mein Training wird interessanter, intensiver. Ich werde stärker. Jetzt sind wir auch richtig in die Prep eingestiegen. Viele von euch haben das Foto gesehen, was ich auf Instagram gepostet habe, was sehr, sehr, sehr gut gerankt wurde. Also das schien sehr vielen Menschen gefallen zu haben. Danke dafür. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, unten ist mein Instagram verlinkt, könnt ihr mal draufklicken. Das wird wahrscheinlich eins der ersten und letzten Bilder sein aus der Vorbereitung ohne Kleidung. Ich will einfach dieses Mal niemandem was zeigen. Ich will mein Ding machen. Ich will nicht bla bla hier, bla bla da, sondern einfach Vorbereitung machen und dann auf der Bühne zeigen, was ich kann und nicht viel davor hin und her quatschen. Anyway, das Training werde ich jetzt aber etwas umstellen. Ich habe jetzt die Hex Squat rausgeschmissen durch richtige Kniebeugen. Diese Woche, wie gesagt, war alles 100% nach Plan. Alles aufgeschrieben, alles sauber gemacht. Aber wie gesagt, ich werde ein bisschen anpassen müssen, weil vielleicht die Hex Squat einfach nicht so zu mir passt. Deswegen habe ich sie wahrscheinlich ja vorher kaum trainiert, weil ich die nicht so mag. Hat wahrscheinlich einen Grund gehabt, den kriege ich jetzt zu spüren, aber wir haben auf jeden Fall ein sehr gutes Training. Ich habe gerade einen Vierer-Split. Ich trainiere Brust und Arme, dann mache ich die Vorderseite des Beins, dann habe ich Rücken und Schulter und Hamstrings. Und das mache ich dann quasi 2 bis 4 Tage Training, dann eine Pause, je nachdem wie ich mich fühle. Zum aktuellen Zeitpunkt bin ich sehr, sehr platt. Also ich mache 2 Tage Training, 1 Tag Pause seit dieser Woche. Und ich denke, das wird auch so bleiben. Meine Kalorien sind relativ niedrig, deswegen fühle ich mich auch nicht so fit und so kräftig. Und ne, ich versuche zwar stark zu sein und ordentlich zu trainieren, aber am Ende des Tages muss es mit der Regeneration und der Frequenz des Trainings auch übereinstimmen. Ich weiß nicht warum, wir haben noch relativ viele Wochen bis zum Wettkampf und ich fühle mich teilweise, ich will nicht rumheulen oder so, ne, aber ich kenne meinen Körper und ich weiß, wie das vorher schon war. Wir haben jetzt noch 3 Monate Zeit und meine Beine sind morgens teilweise so schlapp, das ist echt widerlich. Ich weiß nicht warum, vielleicht wird mein Körper gerade relativ sensibel auf Insulin, sprich, also Insulinsensibilität geht nach oben, ergo ist der Blutzucker mal etwas höher, dann wieder niedriger und ich glaube, diese Blutzuckerschwankungen führen in gewisser Weise dazu, dass ich einfach lethargisch bin und mich richtig schwach fühle. Es hilft aber nichts. Am Ende des Tages muss ich mein Training absolvieren, ich muss mein Cardio absolvieren, ich muss meinen Scheiß auf die Kette kriegen, den ich mir vornehme, ich muss meine Arbeit machen und ich glaube, das hält einen auch am Laufen. Also wenn ich jetzt irgendwie rumhampeln würde die ganze Zeit und nur liegen und dann würde nichts gehen. Klar, Körperfett reduzieren tut weh, das mag auch anstrengend sein, aber jetzt ist es irgendwie anstrengender als zuvor. Es gewesen ist, klar, die letzten 3-4 Wochen fühlt man sich wie die Hölle, aber jetzt aktuell ist es teilweise echt nicht leicht, ne? Ich muss mich echt zwingen, ins Training zu gehen und ich weiß, dass ich meinen Haken hinters Training machen muss, aber ich freue mich, wenn diese Lethargie ein bisschen nachlässt. Vielleicht liegt es auch ein bisschen am Meal-Timing, ich muss vielleicht ein bisschen mit den Kohlenhydraten spielen, vielleicht morgens ein bisschen mehr Fette essen und dafür die Carbs eher nach dem Training. Und weniger Carbs vorm Training wegen Blutzucker und dem ganzen Kram sind biologisch und jedes Jahr ist ein bisschen anders. Also man kann nicht sagen, letztes Jahr war so, dieses Jahr mache ich es auch. Nee, funktioniert nicht. Jeder Körper verändert sich und deswegen muss man da einfach jedes Mal neu gucken. Aber jetzt aktuell ist teilweise schon hässlich. Oh Leute, ich hatte diese Woche Besuch von einem der, wie soll ich sagen, beeindruckendsten IFBB Pro-Athleten, die ich jemals persönlich kennenlernen durfte. Und der nette Mann heißt Nicolas Voulion aus der Schweiz, aus der französischen Schweiz. Besser bekannt als Quadzilla. Das ist dieser Bodybuilder in der 212-Klasse von der Olympia, der mit Abstand die dicksten Beine hatte. Erstens, die ich je gesehen habe, gegen die ich antreten musste. Es war phänomenal.
Das letzte Mal habe ich ihn gesehen vor 8 Jahren. Da bin ich gegen ihn angetreten und ich habe mir in die Hose geschissen. Am Tag davor habe ich gesagt, ey Coach, ich buche den Flug für morgen, dann kann ich mir 2 Hotelnächte sparen. Ich cancel den anderen Flug, dann habe ich vielleicht noch 200 Euro gespart, weil die zerreißen mich. Ich bin ein kleines Kind neben denen. Und lustigerweise wurde ich Dritter. Erster wurde damals Blessing, der ist heute auch bekannt, das ist der Dunkle, den ihr kennt aus Instagram. Dann haben wir Platz 4, Nicolas Voulion. Und ich war tatsächlich einen Platz besser als er auf Platz 3. Obwohl ich mir einen Tag davor irgendwie in die Hose geschissen habe. Und jetzt haben wir uns nach 8 Jahren wieder getroffen. Wir hatten Zeit, also in der Zeit natürlich öfter Kontakt. Wir hatten auch damals denselben Coach, Patrick Thur. Deswegen haben wir da so eine bestimmte Connection. Und er war tatsächlich in Mexiko, hier in Playa del Carmen, und hat mich gefragt, ob wir zusammen trainieren. Ich dachte so, yes, geil. Der Typ ist kein aktiver Bodybuilder mehr. Das heißt, ich kann vielleicht sogar mit ihm mithalten. Und das Einzige, wovor ich mich gefürchtet habe, war, dass er sagt, lass uns Beine trainieren. Ich dachte, okay, die Chance liegt bei 25%. 4 Trainings, ein Training davon ist Quads. 75% habe ich Glück. Dann sagt er, ich kann am Montag, was trainierst du Montag? Ich rechne so nach, Rücken, Brust, Beine. Ich sage, nein. Montag. Ich habe zu ihm geschrieben, I'm gonna train quads. And he's, oh yeah, great, let's do legs. And I was like, oh fuck. Anyway, egal. Wir haben uns getroffen und ja, er ist Rentner, aber seine Beine sind immer noch dicker als meine und dicker als jedes Bein, was ich sonst so kenne. Er ist 1,62 groß vielleicht und seine Beine sind ungefähr 1,60 davon. Der Umfang, Leute, guckt euch das Video an, es wird bald, oder es ist schon online wahrscheinlich. Es ist ein tolles Training gewesen, ein Training, an dem er mich mehr gepusht hat, als ich es selbst kann. Als Beispiel, ich mache zum Schluss immer mit so einer Langhantelstange Ausfallschritte bis ins Versagen und es sind 40, 50 Pfund, das sind so 25 Kilo und top und dann laufe ich so 50 Schritte oder so. Und diesmal sagt er, was willst du damit? Wir nehmen die nächste und die nächste waren halt 70. Also nochmal 10 Kilo mehr für 50 Schritte. Das war schon ordentlich. Beinpresse, Kniebeugen ist halt nochmal was anderes, wenn einer wirklich Plan hat, auf welchen Zentimeter, wo genau die Last auf dem Fuß liegt, wo das Knie hingehen muss, wie schnell du schiebst, woraus du schiebst, wie die Hüfte sitzt. Und also sehr, sehr geil, weil ich wusste, wenn irgendwas nicht 100% ist, wird er es mir sagen. Und das hat er gemacht und das Training war wirklich gut. Ich habe zwar gekrampft wie so ein, keine Ahnung, als wäre ich körperlich behindert gewesen, war ich nach dem Training auch, aber das Training war doch sehr, sehr gut und ich freue mich wirklich, dass der Kerl da war. Wir werden uns am Mittwoch nochmal treffen und ein kleines Q&A machen, weil es doch relativ viele Fragen zu Nicolas gibt und dann könnt ihr das natürlich dann auch auf YouTube sehen. Aber das Training an für sich, das war schon geil, Mann, ja. Thema Instagram. Ihr habt ein Video gesehen, was ich vor wenigen Wochen gepostet habe, ein Relentless, der Teil 3. Falls ihr den nicht gesehen habt, schaut ihn euch bitte an, da bin ich ein bisschen ausgeflippt. Ich war sehr emotional, ich war sehr angekratzt, da war ich krank, mich hat alles angepisst, die Leute haben mich genervt und ich war einfach so, ja, ich war sehr emotional geladen. Und weil ich einfach immer noch das Gefühl habe, dass so viel Negatives kommt von Leuten, die nichts zu melden haben. Jeder hat seine Meinung, das ist auch völlig in Ordnung, aber jemanden abgrundtief zu beleidigen, runterzumachen, zu versuchen, Aufmerksamkeit zu generieren, weil man schlechte Dinge sagt, das ist widerlich. Das ist wirklich widerlich. Und ich habe die ganze Zeit sehr wenig von mir preisgegeben über die Social Media Kanäle. Jetzt mit dem Relentless versuche ich so ein bisschen Licht dahinter zu bringen, auch private Sachen und auch einfach nicht fake. Einfach rausreden, so wie in dieser Episode 3. Da habe ich sehr viel geschimpft, böse Wörter gesagt. Ich habe gesagt, ich scheiße auf Bodybuilding. Aber nein, ich habe auch gesagt, dass das eine Momentaufnahme war. Und genauso wie diese Instagram-Geschichte. Ich habe die ganze Zeit eher T-Shirt, also Sachen gepostet mit T-Shirt vom Training. Und das Instagram war so, ich habe 70 oder 80% in Reichweite verloren und irgendwie war es mir scheißegal. Mir war es wirklich Schnurze. Auf der anderen Seite, ey, mir bringt das Essen auf den Tisch. Wenn ich das nicht mache, dann bin ich quasi arbeitslos, wenn du so willst. Weil die IFBB Pro League, die bezahlt den Scheiß. Du zahlst für die Wettkämpfe, du zahlst für die Pro-Card, du bezahlst für die Flüge, du zahlst für die Hotels, fürs Essen, für alles. Da geht mal locker 8.000 Euro drauf für so einen Wettkampf.
hin und her fliegen, Hotels, Airbnbs, dann musst du dahin, Uber ins Gym, Gym musst du bezahlen, der ganze Kram. Und das bezahlt dir keiner. Entweder machst du diese hässliche Werbung auf Instagram, wirst quasi so gezwungen, wenn du willst. Erstens durch die Verträge, zweitens, weil du sonst kein Essen auf dem Tisch hast. Und dann war es mir irgendwann einfach zu dumm. Dann habe ich einfach halt die Sachen gepostet, die ich musste, mit dem T-Shirt und meine Reichweite. Pff, boom, ging runter. Und das hat so das bestätigt, was ich die ganze Zeit dachte, dass es halt einfach so ein Scheinspiel ist. Instagram ist und bleibt eine fiktive, nicht echte Plattform, wo man Bilder von Menschen bewertet, die man nicht kennt. Man aber glaubt, dass man sie kennt. Und das ist der wichtigste Aspekt. Die Leute schauen sich ein Bild an, lesen die Überschrift, die Caption und denken sich, der Typ ist so und so und so. Die machen sich ein Bild durch einen Instagram-Post und durch den Text, den man liest. Überlegt euch das mal. Wie ekelhaft. Wie auch immer, wir Influencer, wir Sportler der Öffentlichkeit müssen dieses Spiel mitspielen. Wenn nicht, müssten wir halt wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwo an der Kasse sitzen, was auch kein Problem wäre, habe ich jahrelang gemacht. Aber ich finde es natürlich geiler, mich auf meinen Sport zu konzentrieren. Und ich bin unheimlich dankbar, dass ich Teil von Firmen bin, um welche zu nennen, Olymp, die mir das bezahlen, was ich tue. Climax, die mir bezahlen, was ich tue. Rapware, die mir Kleidung schicken und mich bezahlen für das, was ich tue. Natürlich muss ich die repräsentieren. Natürlich will ich auch, dass die Geld verdienen. Natürlich will auch, dass ich Geld verdiene. Deswegen ist es so wichtig, dass dieser Support stattfindet. Das ist nicht, dass sie uns die Taschen voll machen. Nein, ich bezahle meine verdammten Flüge dafür. Ich bezahle das Essen. Ich bezahle meinen Traum, den ich leben will, um auf Wettkämpfe zu gehen. Die bezahlen mir einen Scheiß. Die geben mir gar nichts. Also bin ich umso dankbarer, mit diesen Firmen arbeiten zu können. Das mal, um diese Werbung ein bisschen zu erklären. Und jetzt zurück zu Instagram. Ich habe ein Bild gepostet, wo ich die Leute teilhaben lassen habe an meiner Veränderung, wenn du so willst. Ich war jetzt ewig lange raus mit allem. Keine Supplements, kein Stoff, kein gar nichts. Und dann hat meine Diät begonnen und es hat alles wieder angefangen, richtig gut zu funktionieren. Mein Training wurde besser. Und ich habe gemerkt, okay, das sieht wieder einigermaßen nach Bodybuilding aus und nach Classic. Mach mal eine Momentaufnahme, das erste und letzte Mal für diese Diät, dass du die Leute wieder teilhaben lassen kannst und auf einmal, bumm, 10.000 Likes, Reichweite, fast, keine Ahnung, 100, sechsstellig, ich habe keine Ahnung, 400, 500 Kommentare und vorher hatte ich Bilder mit 3 Kommentaren und 400 Likes und es war schon ein Unterschied. Ich dachte mir so, was ist denn hier los? Die Leute haben wirklich Interesse und ausnahmsweise gab es weniger Scheißegelaber. Die Leute waren wirklich beeindruckt. Klar, es gibt immer einige, die sagen, keine Ahnung, das ist fake. Keine Ahnung, das Bild ist von letztem Jahr. Der stellt sich nur gut hin. Ich meine, ich poste halt auch Videos, wo du siehst, dass das so ist, wie es ist. Aber ne, jeder, das ist deren Aufgabe, Scheiße zu labern. Und ich lasse sie ihre Arbeit machen. Das ist okay. Denn immer da, wo immer Sonne scheint, herrscht Wüste. Also wir brauchen so ein paar Wichser, die halt einfach ein bisschen Scheiße labern und mit Scheiße meine ich den Boden düngen, dass was wachsen kann. Also ich lasse deren Spaß ihren Spaß sein. Ich war aber sehr beeindruckt und sehr glücklich über dieses positive, geile Feedback. Ich habe so viele Nachrichten bekommen. Social Media habe ich immer in den letzten Wochen und Monaten als sehr lästig und etwas, was ich zu tun habe, gesehen. Aber das hat wirklich mir wieder Spaß gemacht zu sehen, dass die Leute begeistert sind, dass sie das auch gerne haben wollen, dass sie auch gerne gut aussehen wollen. Auch gerne gut aussehen, ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Inbegriff von Schönheit bin. Aber was Classic anbetrifft, glaube ich, bringe ich an und für sich schon ein ganz gutes Paket. Und wenn die Leute das so honorieren und geil finden, dann finde ich das auch geil. Den Wettkampf Mr. Olympia zu gewinnen? Ja, denn jeder hat eine Chance. Chance bedeutet zu einem gewissen Prozentsatz, 0,1% bedeutet schon Chance, dass du das Ding gewinnen kannst. Angenommen, ein Chris Bumstead wird krank, Breon Ansley wird krank, Ruff Diesel wird krank, Urs wird krank, Ramon wird krank, alle sind krank, ich bin der Einzige auf der Bühne, dann werde ich Mr. Olympia. Die Chance liegt bei 0, irgendwas Prozent, aber die Chance ist da. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich der Inbegriff von Scheißhaufen bin auf der Olympia. Ich war im ersten Callout, verdammt. Erste Olympia, erstes Callout, what the fuck? Also, ich habe mir Videos angeguckt und dann ist mir erst bewusst geworden, Alter, du warst im First Callout und dann hast du verschissen. Warum? Das muss ich rausfinden. Und ich habe es rausgefunden. Ich weiß, woran es lag. Und
wir haben etwas verändert und wir werden anders aussehen auf der Olympia. Wir werden besser in Condition sein. Dieses Jahr gilt's. Wenn du auf die Olympia gehst, und das habe ich jetzt für mich entdeckt, gibt es Ja oder Nein. Ja bedeutet, du nimmst deinen Job als professioneller Bodybuilder, als Mr. Olympia-Teilnehmer als 100%. Und es ist scheißegal, ob du dabei drauf gehst. Es ist scheißegal, ob du deine Gesundheit verlierst. Entweder du entscheidest dich dafür, eine Olympia zu machen, dann tu es, oder lass es bleiben. Wenn dir Gesundheit wichtiger ist als Sport, mach keine verdammte Olympia. Du kannst nicht auf der Olympia gehen und gesund bleiben für den Rest deines Lebens. Geht nicht. Egal, wer irgendwas sagt, das funktioniert nicht. Da ist so viel Stoff im Spiel und wir treten unseren Körper dermaßen in den Dreck, das ist widerlich. Leute, deren Organe zerfallen, stehen auf dieser Bühne, weil sie um den Titel kämpfen, weil sie sich gegen Gesundheit für Bodybuilding entschieden haben. Und ich habe mich dieses Jahr auch für Bodybuilding entschieden. Ich weiß, ich gehe auf die Olympia. Ich weiß, ich will gewinnen. Und ich weiß auch, dass das vielleicht mein Tod bedeutet. Fakt, ich bin einmal schon mal fast draufgegangen dabei, als ich Profi wurde. Ich habe das Ding durchgezogen. Ich habe mich dafür entschieden. Dieses Jahr habe ich mich auch dafür entschieden. Natürlich versuche ich, meine Gesundheit so gut wie möglich auf den Punkt zu bringen, dass je gesünder ich bin, desto besser. Aber darum geht es nicht. Bei der Formel 1 geht es nicht darum, wie heiß dein Motor wird. Wenn der platzt, dann platzt der, weil dein Auto verfickt nochmal schnell fährt. Und bei der Olympia ist es genau dasselbe. Du gehst drauf vielleicht, weil du bis ans letzte verdammte Prozent Gesundheit gehst, um alles rauszuholen. Und wir haben uns dieses Jahr für einen Weg entschieden, der auch etwas gewagt ist vermutlich, aber ich werde das machen. Und wenn das nicht reicht, dann werde ich mich umentscheiden müssen oder werde nochmal eine neue Entscheidung treffen müssen. Weil irgendwo ist das Limit. Du kannst mit Medikamenten, mit Sport, mit allem drumherum bis an dein Limit gehen. Darüber hinaus wirst du wahrscheinlich draufgehen oder jämmerlich irgendwie daran zugrunde gehen. Und die Entscheidung werde ich noch treffen müssen. Dieses Jahr ist das erste Jahr, wo wir sagen, okay, wir gehen jetzt mal all in und gucken, wo wir landen. Wenn wir gut platziert sind, dann können wir daran arbeiten. Bisschen feilen, bisschen hier, bisschen da. Aber wenn ich merke, ich kann nicht anknüpfen mit allem, was ich habe und was ich geben kann, dann lohnt es sich nicht zu sterben bei dem Versuch, einen Platz besser zu sein für eine Show, für die ich bezahle und nichts dafür bekomme. Das ist am Ende des Tages immer noch mein Sport, das, was ich gerne mache. Und wenn ich damit mit meinem Leben bezahle, diese Hülle, die ich mit Glück und geilen Sachen füllen kann, wenn ich das verliere, wozu? Weil die Rechnung geht nicht auf am Ende des Tages. Fakt ist, wir werden dieses Jahr 100% geben. Und ich glaube, wenn sich mein Traum erfüllt und ich wirklich grainy bin, grainy, crispy, Dorian Yates hart, dann soll mal jemand kommen, der mich schlägt. Das soll nicht arrogant klingen. Aber wir werden sehen. Meine Knochenstruktur bringt keiner. Ich habe enorm viel Muskulatur für die Classic. Ich bin wahrscheinlich einer der muskulösesten Classic-Athleten, die es gibt. Ich habe eine gute Muskelteilung. Ich bin ausgewogen, ich bin symmetrisch. Nur nicht hart genug. Und jeder, der das Gegenteil behauptet, hat keine Ahnung. Die besten Sportler, die besten Rentner, die besten Bodybuilder, die es jemals gegeben hat, sagen genau dasselbe. Ich habe Potenzial, die Olympia zu gewinnen. Aber ich muss das Ding auf den Punkt bringen. Wenn ich das schaffe, glaube ich, habe ich eine Chance auf den Titel. So Leute, das war's jetzt mit dieser Folge Relentless. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Vielen Dank, dass ihr so aufmerksam und so lange zuguckt. Ganz unten, also hier in der Beschreibung, findet ihr noch ein paar Links. Da könnt ihr mich supporten für die Flüge. Wir werden ein bisschen rumreisen. Es kommen noch sehr, sehr coole Videos. Wir werden in verschiedenen Städten und Staaten in den USA sein. Und da gibt's dann einen Haufen coolen Content für euch. Das war's von mir. Vielen lieben Dank nochmal. Das war's, euer Mike. Bis zum nächsten Mal. Relentless.